Er ist nicht nur jemand, der in der SPD auch lange tonangebend war, sondern er ist auch jemand, der die deutsche Politik mitbestimmt hat. Ich freue mich, dass der ehemalige Hamburger Bürgermeister und ehemalige Bundesminister Klaus von Hohnanyi heute hier ist. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Abend. Schön, dass Sie aus Hamburg gekommen sind. Herr von Hohnanyi, Sie sind 93, das muss man heute, finde ich, deshalb wissen, weil Sie den Zweiten Weltkrieg eben nicht nur erlebt haben, sondern auch in den letzten, im letzten Kriegsjahr noch zum Kriegsdienst eingezogen sind. In den letzten Kriegstagen ist Ihr Vater im Konzentrationslager hingerichtet worden, weil er im Widerstand war. Frank Elstner war letzte Woche hier und sagte, jemand, der ein bisschen was mitbekommen hat, der träumt in diesen Tagen auch die eigenen Dinge oder von dem Krieg jetzt. Wie geht's Ihnen damit? Wenn ich diesen Krieg sehe, dann versuche ich, darüber nachzudenken, wie das weitergehen wird. Mhm. Mich besorgt, dass aus diesem Krieg ein größerer werden kann. Und wenn selbst von amerikanischer oder von russischer oder von neutraler Seite gesagt wird, es könnte ein Weltkrieg daraus entstehen, dann ist das eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Mhm. Wir sind hier für Deutschland verantwortlich. Wir sind für die Unversehrtheit unseres Landes verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich für andere Länder, sondern für uns. Mhm. Und wir müssen versuchen, unser Land zu schützen. Und ich habe ja eine NATO-Übung in Vertretung von Helmut Schmidt gemacht. Ich war der Chef sozusagen im Bunker damals. Und diese NATO-Übung hat dazu geführt, dass Russland leicht vorankam, war im Kalten Krieg noch, und dass dann die USA, ohne mit uns darüber zu reden, auf deutschem Gebiet taktische Nuklearwaffen abgeworfen haben. Das war in welchem Jahr? Das war 1979. Daraufhin habe ich mit meinem Vertreter Klaus Blech, der dann später Botschafter in Moskau wurde, einen Brief an Helmut Schmidt geschrieben, sagen, Herr Bundeskanzler, das geht doch nicht, dass wir von den USA überhaupt nicht gefragt werden, was die in Deutschland machen. Dann hat Schmidt mich empfangen und dann bin ich zum Bundeskanzler gegangen und habe gesagt, das ist doch ein unmögliches Verfahren. Da hat er gesagt, ich weiß, das ist NATO-Strategie. Wenn ein solcher Angriff geschieht, werden bei uns nukleare taktische Bomben abgeworfen. Ja. Daraufhin habe ich zu Schmidt gesagt, das ist doch aber ein ungeheurer Vorgang. Da hat er gesagt, weißt du, wenn eine Gefahr für Krieg entsteht, werde ich Deutschland für neutral erklären. Daraufhin habe ich gesagt, Helmut, dann ist es zu spät. Das ist unsere wahre Lage und über die wird viel zu wenig in Deutschland geredet. Mit Verlaub, Helmut Schmidt hat ja natürlich nach dieser Erfahrung und eben aus dieser Erfahrung heraus ja dann eben diesen NATO-Doppelbeschluss in die Wege gesetzt, weil er mit am Tisch sitzen wollte, weil er mitbestimmen wollte. Das heißt, seit 79, kurz gefasst, haben sich die Dinge ja verändert. Um jetzt ans Heute zu kommen, Olaf Scholz hat auch das Wort vom Dritten Weltkrieg und auch das Wort vom Atomkrieg in einem Interview sehr offensiv verwendet. Haben Sie wirklich Sorge, dass die Situation, in der wir jetzt sind, in eine solche kommen könnte? Also ein Atomkrieg wäre wahrscheinlich nur ein Zufall, weil keine der beiden Mächte, die hier über Atomwaffen verfügen, weder Russland noch die USA, einen Erstschlag machen würden, denn dann kriegen sie genauso einen Schlag zurück. Dafür sind beide Seiten gerüstet. Mhm. Das wirkliche Problem ist eine Ausweitung des Ukraine-Krieges auf Deutschland. Und das genügt ja. Es hat ja im vergangenen Zweiten Weltkrieg keine Atomwaffen in Europa gegeben. Und trotzdem war Deutschland total zerstört. Ich wünsche, dass manche, auch manche der Zuschauer hier, sich mal die alten Bilder angucken, wie die Städte aussahen und was in diesen Städten geschehen ist. In Hamburg innerhalb von drei Tagen 34.000 Tote, Zivile, nur zivile Tote und 160.000 Verletzte bei einem großen, bei mehreren hintereinander laufenden Luftangriffen. Das sind die großen Gefahren. Wenn Sie das so sagen, dann klingt das so, als ob Sie, wir haben hinter uns Mariupol, wo nicht wenige sagen, das sind Bilder, die einen sehr stark an die Zerstörungen auch im Zweiten Weltkrieg erinnern. Wenn Sie das so sagen, dann klingt das ein bisschen so, und das müssen Sie richtigstellen, als ob es Ihnen darum ginge, dass das, was da an Zerstörung passiert, möglichst da bleiben soll. Nein, nein, darum, Hauptsache, geht, es kommt nicht so darum geht es mir nicht. Natürlich sind wir für uns verantwortlich. Ja. Und die Ukraine ist für sich verantwortlich. Und die USA sind die führende Macht im Westen und sind eigentlich für die Zukunft der Sicherheit Europas verantwortlich. Ob Sie da unsere Interessen teilen, darüber habe ich ein Buch geschrieben und da bin ich der Meinung, dass das eine sehr fragliche Angelegenheit ist. Denn Sie sind weit weg, 6000 Kilometer, ein Atlantik dazwischen und im Grunde genommen ist auch Mariupol, das weiß ich aus
telefonischen Kontakten mit den USA in diesen Tagen ist eine kleine Zeitungsnotiz von der Größe. Bei uns ist es schon eben sehr viel mehr. Gut, aber Joe Biden gibt einen Etat jetzt für diese Verteidigung aus, der erst einmal spektakulär ist. Also insofern wäre das ein Hinweis darauf, dass die USA ein Interesse daran haben, dass jedenfalls nicht Putin diesen Krieg gewinnt. Aber wir kommen gerne auf das, was Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Sie haben gesagt, in diesem Buch, das heißt nationale Interessen, und das hat Kontroversen hervorgerufen, dass Sie... Auch Zustimmung. Ja, schön, dass Sie das so sehen können. Dass der Westen eine Mitschuld an dem trägt, was da passiert. Sie haben geschrieben, die bisherige Politik der Konfrontation von Seiten des Westens hat diese Sicherheit, die sich Wladimir Putin wünschte, nicht erbracht. Könnten wir nicht statt der ständigen Dämonisierung Putins einfach mit einer normalen menschlichen Erfahrung beginnen? Nur im Dialog kann man erkennen, was der andere will und wo gemeinsame Fortschritte möglich sind. Also Politik der Konfrontation und Dämonisierung Putins. Nach der Veröffentlichung kam der Einmarsch und diese Bomben und diese Zerstörung und diese Ermordung von Zivilbevölkerung. Glauben Sie, Sie können wirklich noch diese Sätze aufrechterhalten? Aber sicher. Frau Maischberger, in dem Buch habe ich ja geschrieben, warum es einen Krieg geben wird. Und zwar deswegen, weil der Westen nicht bereit war, über die einzig wichtige Frage für Russland und für Putin, nämlich die Frage der Zugehörigkeit der Ukraine zur NATO, über diese Frage auch nur zu verhandeln. Präsident Biden hat abgelehnt, darüber zu verhandeln. Putin hat darum gebeten. Und dann am Ende kam ja heraus, dass Biden gesagt hat, wir werden anstatt einer Verhandlung über diese Frage, werden wir Sanktionen einführen, harte Sanktionen. Und hinterher hat er gesagt, ich wusste, dass diese Sanktionen den Krieg nicht verhindern werden. Ausdrücklich hat er das gesagt. Sie wissen, es gibt Widerspruch über diese Darstellung. Es gibt den Widerspruch, den gestern hier zum Beispiel der Botschafter Deutschlands in Moskau dargebracht hat. Er hat gesagt, es gab dieses sogenannte Angebot von Seiten Putins. Das war im Dezember 21 die letzte. Da waren Forderungen, die unerfüllbar waren. Zum Beispiel, dass die USA den Raketenschirm aus Europa abziehen. Und die Position der Amerikaner war, wir verhandeln aber doch nicht ohne die Europäer. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Europäer spielen keine Rolle und Sie machen es ihm zum Vorwurf. Aber wir hätten natürlich mitverhandelt und das hat ja auch sowohl Olaf Scholz wie Macron auch versucht, Frau Maischberger, das stimmt ja nicht. Die Entscheidungen sind ausschließlich von den USA getroffen worden, ausschließlich. Und wenn Sie sich erinnern, vor kurzem gab es in Ramstein ja eine Konferenz der Verteidigungsminister. Da gab es eine Pressekonferenz. Die wurde ausschließlich vom amerikanischen Verteidigungsminister abgehalten. Es gab auf diesem deutschen Gebiet, das ist immerhin ein nicht exterritoriales, sondern ein deutsches Gebiet, weder eine deutsche Flagge, noch eine NATO-Flagge, noch eine Europa-Flagge, sondern nur die USA-Flagge. Und trotzdem habe ich die deutsche Verteidigungsministerin gehört und die der anderen auch. Also, trotzdem noch, da war der Krieg auch schon begonnen. Ich will Sie nur wirklich offen fragen. Also, dass Sie, und der Botschafter von Fritsch hat das gestern gesagt, es gab zahlreiche Versuche, mit Wladimir Putin zu reden. Es gab eine Pendeldiplomatie nach dem Dezember bis zum Beginn des Krieges, beinahe die ganze Zeit. Aber es wurde nicht gehört, weil die Forderungen so standen, wie sie maximal waren. Und Wladimir Putin nicht willens war, auch nur ein Jota davon abzugehen. Und er wollte auch mit den Europäern darüber nicht reden. Das stimmt doch nicht, was Herr von Fritsch sagt. Ist einfach falsch. Man hätte mit Putin natürlich verhandeln können, aber man hätte verhandeln müssen über die Frage der Ukraine in der NATO. Mhm. Und das haben die USA abgelehnt. Die USA haben gesagt, darüber wird gar nicht geredet. Die anderen Punkte waren Randpunkte. Aber das Kernpunkt war für Putin seit 15 Jahren, die Frage der Erweiterung der NATO mit der Ukraine. Putin und Russland wollen einfach nicht, dass amerikanische Soldaten an der Grenze Russlands patrouillieren können. Und der heutige Chef des CIA, der Geheimdienste in den USA, hat im Jahre 2008 geschrieben, er kenne keinen Russen. Er hat gesagt, keinen Russen, der nicht diese Auffassung von Putin teile. Und die haben alle gewarnt. Und dann hat der Mann, der die ganze NATO-Erweiterung erfunden hat, nämlich Herr Brzezinski, im Jahr 2014 schon geschrieben,
wir dürfen das nicht machen, das führt zu Krieg. Und in meinem Buch steht, wenn wir das weiter betreiben, gibt es Krieg und das ist passiert. So, aber es gibt die andere Darstellung und übrigens genauso viele amerikanische Stimmen, die genau das Gegenteil sagen. Es ist ganz schwierig zu sagen, aber es gibt auch die, die sagen, wenn wir damals, als es wirklich darum ging, 2008 wurde ja diese Frage eben gerade auch auf andere Republiken abgewehrt von den Deutschen und den Franzosen mit Rücksicht auf Russland. Es gibt nicht wenige, die heute sagen, wäre die Ukraine heute in der NATO, wäre sie nicht überfallen worden. Sehen Sie das nicht? Es gab damals im Jahr 2008 zwar den Widerstand von Deutschland und Frankreich. Und keine Aufnahme. Aber es gab keine Zustimmung bei dem Rest der NATO-Mitglieder, auf jeden Fall bei vielen. Trotzdem, also das wäre ein langsamer, mühsamer Prozess gewesen, der genau zu der heutigen Lage ebenfalls geführt hätte. Wenn die Ukraine heute Teil der NATO wäre, glauben Sie, dieser Krieg hätte begonnen? Wenn die Ukraine heute der NATO wäre, ist so ein Konjunktiv, wissen Sie, wenn sie heute der NATO wäre, in der NATO wäre, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Aber der Prozess war ein ganz anderer. Mhm. Und selbst, also ich kenne wirklich keinen der klugen Amerikaner, die mit dieser Sache sich auseinandersetzen, der in dieser Frage abweicht. Und das wahre Problem ist, wir sind eben abhängig von den USA. Ja. Und die USA, lassen Sie mich mal einen Augenblick zu Ende bringen. Absolut. Und die USA haben eine innenpolitische Situation. Und der Botschafter, der damals im Jahre, als 1990 diese Urvereinbarung getroffen wurde, der damals Botschafter in Moskau war, der schreibt jetzt in diesen Tagen, es ist überhaupt kein Zweifel, dass die innenpolitische Lage, nämlich der Wunsch von Herrn Biden, die nächsten Wahlen im November zu gewinnen, dazu geführt hat, dass er nicht verhandelt hat. Mhm. Und ich teile diese Meinung. Und dass die innenpolitische Lage in Russland irgendetwas damit zu tun hat, dass Wladimir Putin in den laufenden letzten Jahrzehnten immer aggressiver eine außenpolitische Strategie betrieben hat, das halten Sie für völlig ausgeschlossen? Das würde ich so einfach nicht sagen. Das war ja nicht so im Jahr. Also die Schuld liegt alleine. Das war nicht im Jahr 2010. Das war ab 2007, als er eine Rede in München gehalten hat. Übrigens der Vorsitzende der Konferenz, also der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Herr Ischinger, hat schon im Jahr 2018, vor 4 Jahren, geschrieben, wir werden das und wollen das nicht machen. Gut, aber der sagt heute, dass es unmöglich ist, der NATO und dem Westen die Verantwortung für diesen Überfall in die Schuhe zu schieben. Das tue ich auch nicht. Das klang gerade so. Ich mache das ja nicht. Wer ist denn verantwortlich für das, was passiert? Ich sage, die Verantwortung ist eine andere. Putin ist der Aggressor. Aber die Möglichkeit, das zu verhindern, die lag im Westen. Und dass Biden nicht verhandelt hat, sondern gesagt hat, über das, was euch wirklich wichtig ist, über das reden wir gar nicht. Mhm. Das ist nach meiner Meinung eine Sünde amerikanischer Politik. Die Kritik, die an Ihrem Buch geübt wird, wird unter anderem daran geübt, dass Sie völlig außer Acht lassen, dass es Länder gibt zwischen Amerika, zwischen Deutschland und Russland, die alle aus guten Gründen sich für einen NATO-Beitritt entschieden haben. Ist ja richtig. Ja, das Baltikum, Polen zum Beispiel. Und Sie haben es deshalb gemacht, weil Sie auch Erfahrungen hatten. Richtig. Mit einem alles verständlich. Imperium, dass Sie... Aber die Ukraine ist was anderes. Das ist der Punkt. Die Ukraine ist lange Zeit hindurch ein Teil des russischen Staates gewesen, mhm, während das für Polen nicht galt. Das galt auch nicht für das Baltikum. Und der seit 1991 unabhängig ist, den kann man einfach im Jahre 2021, 2022 nochmal annektieren? Nein, ich verurteile die Aggression von Putin genau wie Sie. Der Staat ist seit 1991 unabhängig. Die Frage ist, hätte man es verhindern können? Und ich bin fest davon überzeugt, wenn man verhandelt hätte über den entscheidenden Punkt, wenn Sie die Geschichte von Putin und das, was er über die Ukraine gesagt hat, über die Jahrzehnte zurückverfolgen, es war immer der Punkt, dieses Land gehört nicht in die NATO. Und wenn wir diesen Punkt verhandelt hätten, dann wäre wahrscheinlich auch die Aggression nicht erfolgt. Er hat gesagt, nicht nur dieses Land gehört nicht in die NATO, sondern seine Forderungen gingen dahin, dass er gesagt hat, auch das, was in der Erweiterung, also das Baltikum gehört da nicht rein und Polen gehört. Das ist ein Irrtum. Da fallen Sie irgendeiner falschen Information. Nein, das ist das, was Wladimir Putin in den letzten Jahren gesagt hat. Dass er zurück möchte auf einen Status von 1997. Ja, und das wäre etwas, was diese ganzen Länder frei von dem Schutz der NATO stellen würde. Der Status von 1997 hatte eine Vereinbarung, wie dort in diesen Ländern, wenn sie in die NATO kommen, bewaffnet werden soll. Ja, und darüber wollte er noch mal reden. Er hatte ein
ganzen Kranz von Fragen europäischer Sicherheit. Und diese europäische Sicherheit enthielt als Kern für ihn die Frage, gehört die Ukraine in die NATO? Mhm. Und wenn wir darüber nicht verhandeln, dann werden wir nicht schauen. Und ich glaube auch, was machen wir denn jetzt, wenn wir heute nach vorne schauen? Genau, das wollte ich sagen. Es gibt dort immer noch eine Chance. Es gibt nämlich die Chance einer Erklärung, aber die Adresse ist nicht Putin, die Adresse ist Washington. Die Adresse in Washington ist, zu erklären, dass Zelensky recht hat, wenn er sagt, die Ukraine könne auch neutral sein. Wenn eine solche Erklärung vor dem Ende der Wahlen im November dieses Jahres, wenn eine solche Erklärung von Präsident Biden käme, wenn er den Mut gegenüber der innenpolitischen Lage mit den Republikanern zu einer solchen Erklärung hätte, dann könnten wir noch einmal zurück auf Minsk und könnten damit noch einmal versuchen, eine Lösung zu finden, bei der die Ukraine nicht geteilt wird. Das ist immer noch möglich, aber nur aus Washington. Also Sie glauben, es muss Washington mit Russland über ein Land, das dazwischen liegt, verhandeln. Sie haben gerade gesagt, die Deutschen sollten nicht mitreden bei der NATO-Übung 79. Jetzt sollen die Ukrainer nicht dabei mitreden, was sie eigentlich wollen. Herr Zelensky hat es ja selber gesagt. Ich verstehe Sie nicht, Frau Maischberger. Zelensky ich versuche, hat gesagt, Sie zu verstehen. Nein, Zelensky hat gesagt, die könnten auch mit Neutralität leben. Ja. Das hören wir aber mit nicht aus Washington. Mit Sicherheitsgarantien, die schwierig zu machen sind. Darf ich Ihnen noch eine weitere Frage, denn es geht jetzt um die EU. EU-Mitgliedschaft auch der Ukraine, die liegt auf dem Tisch. Sollte die Ukraine ein Mitglied werden dieser Europäischen Union? Ich bin der Auffassung von Präsident Macron, die Europäische Nation sollte um eine Freihandelszone erweitert werden. Da kann die Ukraine dazu. Übrigens war das auch das Konzept. Wenn man bei Ischinger nachliest zum Beispiel, man wollte sagen, die Ukraine soll sich an die Europäische Union anlehnen, ökonomisch, aber gleichzeitig nicht in die NATO gehen. Wenn man das heute machen würde, könnte man mit Putin verhandeln. Und man könnte auch nach meiner Meinung dann zu einem Ergebnis noch einmal kommen, das aus meiner Sicht auch für alle Seiten tragfähig wird. Das ist nicht Verhandeln über die Ukraine. Das ist zurückzukommen auf das, was die Ukraine einmal unterschrieben hat, nämlich das Abkommen von Minsk, in dem es heißt, die Region im Osten wird autonom, wird unabhängig, ähnlich wie das Baskenland, ähnlich wie Katalonien, ähnlich wie Quebec. Und dann können wir damit gemeinsam leben. Dazwischen gab es Schwierigkeiten, das wissen Sie. Aus der Region im Osten wurde zum Beispiel eine Passagiermaschine abgeschossen. Also es war nicht so, dass dieses Minsker Abkommen in jedem Falle umsetzbar gewesen wäre. Aber ich höre, dass Sie Hoffnung haben, dass es zu einer Verhandlungslösung kommt. Das ist das, was Sie uns heute als Botschaft mitbringen. Wenn es den Mut bei den Europäern gibt, sich nach Washington zu wenden und sagen, ihr müsst endlich zugeben, dass das, was auch Zelensky will, nämlich die Neutralität der Ukraine, ein Baustein einer zukünftigen Lösung in der Ukraine ist. Das heißt also, eine Diplomatie Richtung Moskau halten Sie für völlig sinnlos? Völlig sinnlos im Augenblick. Weil Moskau hat eine Entscheidung getroffen, die eine verbrecherische Entscheidung war. Der Krieg ist ein Verbrechen, das bestreitet niemand. Aber es hat diese Entscheidung getroffen, weil der Kernpunkt der Interessen Moskaus, nämlich die Ukraine nicht in der NATO zu haben, überhaupt nicht verhandelt wurde. Und weil Biden ausdrücklich gesagt hat, darüber reden wir nicht. Wie gesagt, also darüber gibt es unterschiedliche Darstellungen. Wir müssen das jetzt an dieser Stelle mal so lassen. Es gibt einfach auch die Darstellung, dass das zu einem Zeitpunkt eben besprochen wurde, aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verhandlung stand. Aber ich danke für Ihre Sichtweise heute, denn es ist eine wichtige. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast heute waren. Klaus von Donani war heute hier. Herzlichen Dank.